Verstehen Sie, aufgrund der Makrostruktur der divergenten Nanokristalle mit Quantenvernetzung ist es uns möglich, das Phlebotinum zu stabilisieren. Dabei ist es wichtig, das Anoptenium auf das temporale Level der Vibrationsstimulanz zu bringen und die Elemente zu zerdröseln. Darf ich vorstellen, unsere Zeitmaschine. Können Sie sie auch demonstrieren? Dass der Gerät nicht funktioniert. Offenbar haben wir das Phlebotium nicht genügend stabilisiert. Warten Sie! Das hat uns eh kein Schwein geglaubt.